Willkommen auf der Borcher Seemap. Info: Sie sind mit Sack und Pack zu Ihrem Bekannten Alfred gefahren. Alles, was Sie haben, steht hier auf dem Hof Ihres Bekannten. Es gibt einen kleinen Hof ganz in der Nähe, der steht zum Verkauf. Sie sollten sich das mal anschauen. Geld haben Sie nicht viel, aber Ihr Bekannter hat Interesse an Ihrem alten Wohnwagen. Mit dem Kredit und dem Verkauf Ihres Autos haben Sie die Möglichkeit, ein reicher Mann zu werden. Naja, ob das so klappt mit dem alten Wohnwagen und so, mal schauen. Euer FSM-Team wünscht viel Spaß. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Borcher See 2017 von FSM. Ja, es beginnt eine neue Session auf meinem Kanal, ein neues Let's Play auf meinem Kanal von der Borcher See. Die ist nämlich heute erschienen, am 10.07. um 12 Uhr auf FSM, auf der Homepage von FSM Team. Und ja, ich dachte mir, komm, schaust du die Map mal an. Und man hat schon einiges im Vorhinein gehört. Es war echt, boah, was man im Vorhinein schon gesehen hat. Dann, ich hatte ein kurzes Gespräch mit Austria Farber von FSM auf der FarmCon. Da hat man schon auch einiges gehört. Da kam dann schon so ein bisschen raus, dass man Strom braucht für die Produktionen und so. Also, dass einiges aus der Map gemacht worden ist, sag ich mal. Und ja, man war so richtig gehypt auf die Map. Und ja, heute ist es passiert, wie ich vorher die kurze Runde gedreht habe auf der Map und so mich ein bisschen umgeschaut habe, die ganzen Produktionen einmal durchgeguckt habe, dachte ich mir, wow, die Map, die wird wirklich im LS17 weit vorankommen, die kann man noch wirklich im LS19 auch noch zocken. So lange Zeit braucht man auch, glaube ich, weil mit den ganzen Sachen, mit den ganzen Produktionen vor allen Dingen, puh, da braucht man noch eine Ewigkeit. So, ich zeige euch mal die Karte. Ja, man sieht, eine kreisrunde Bahn zieht sich mit einem Fluss herum. Also man ist so ein bisschen auf so ein paar Inseln, sag ich mal. Es schaut mega geil aus einfach, wenn man so durchläuft. Die Gegend schaut mega geil aus, auch die ganzen Produktionen, was man hat. Man hat ein Kraftwerk, man hat eine Sägerei, man kann ja so ein bisschen jetzt schon mal beginnen. Man braucht Holz für die Holzpellets. Die Holzpellets braucht man für das Kraftwerk, dass man Strom hat für die einzelnen Produktionen, also für die Bromehl-Produktion, für die Whisky-Produktion gibt es auch, Knollen-AG braucht natürlich auch Strom, die Düngerwerk, also es braucht so viel Sachen hier und man muss so viel achten, man muss auch logisch vorangehen. Und ja, da bitte ich euch einfach auch darum, wenn wir dieses Let's Play jetzt starten, dann helft mir einfach auch. Schreibt auch in die Kommentare fleißig, was ihr davon haltet, von der Sache, was ich plane. Schreibt einfach rein, ja, macht das so, macht doch das doch lieber andersrum, macht doch lieber so wieder. Schreibt einfach fleißig da rein, dass wir halt einfach zügig vor allen Dingen vorankommen. Wir spielen auf einfach, drum auch die 25.000. Und dass wir einfach schön vorankommen mit den ganzen Sachen. Wir haben zwei Schiffe, die wir fortbewegen können. Mit denen können wir uns auf den Kanal fortbewegen. Wir können Sachen verkaufen. Wir können haben drei Züge, mit denen wir Paletten holen können. Wir können Baumstämme draufladen. Wir können normale Getreide, Früchte transportieren. Also wir können sehr, sehr viel machen. Wir haben sehr viele Graswiesen. Die brauchen wir auch für die Biogas, weil wir brauchen das richtige Gas von der Biogas auch noch für Weiterproduktion. Ja, wir haben einiges wirklich zu tun und ich hätte mal gesagt, wir gucken mal auf Alfreds Farm rum oder auf seinem alten Grundstück hier, so ein alter Kartoffelhoder. Aber mehr hat er ja nicht, außer sein kleines Kätzchen hier, bisschen Schlamm und sonst steht hier noch so ein Stepper und ein Auto und dieser Wohnwagen halt, dieser berüchtigte Wohnwagen. Alter Wohnwagen. Dieser alte Wohnwagen sieht auf den ersten Blick wertlos aus. Ja, das stimmt wirklich. Ein Fremder bietet dir richtig Geld für das Ding. Du solltest zuschlagen, solange er noch da ist. Also sozusagen ein Sammlerstück ist das. Aber wenn man das Ding mal anguckt, Luft hat er fast keine mehr. Ah, komm. Was? 324.000 bietet er uns? Ich glaube, da können wir nur zuschlagen. Komm, zuschlagen. Ja, und damit seht ihr schon ein erstes Feature, was hier verbaut ist.
die Map-Bible-Objects sind mit verbaut in der Map. Und da kommen wir auch schon zu den Sachen, was verbaut, was ich mit reingenommen habe. Also ich habe die ganzen benötigten Mods mit reingenommen, natürlich Chop Straw, wie Bible Objects habe ich mit reingenommen, dann den Clickstar, das Clickstar Pack von FSM habe ich mit reingenommen, die Fortuna Anhänger von FSM habe ich noch mit reingenommen, das Kotte Pack für Diesel hin und her fahren, für Wasser hin und her fahren, Wasser müssen wir auch produzieren, Wasser gibt's hier nirgends, Wasser können wir erst im Klärwerk produzieren. Also das ist echt wirklich eine harte Sache hier, was wir machen müssen. Und mit wenig Geld starten wir. Ja, was habe ich sonst noch? Eigentlich habe ich so eine ganze Palette an Mods einfach mit reingenommen, muss ich sagen. Einfach mal zusammengepackt, reingefahren im Mod-Ordner. Und vielleicht sortiere ich den später nochmal aus. Ich habe manuelles An- und Abkuppeln mit reingenommen noch. Ja, Fast Forward, GPS, Inspektor. Ja, alles so, was so ein bisschen wichtig ist. Und ja, das war's eigentlich schon. Und ja, ich hätte gesagt, komm, wir starten mal durch. Eine Motorsäge haben wir, ein Auto und ein Steper. Naja. Nee, in den will ich nicht. Ich will in das Auto. Wie denkt sich FSM hier, dass wir das fortbewegen? Ah. Anhängen geht es, anhängen vielleicht? Okay, gut. Anhängen geht. Sehr schön. Ja gut, dann können wir eigentlich auch fortbewegen mit uns mit. Ja, ich habe vorhin eigentlich kein einziges Let's Play geguckt. Ich habe das einzige Let's Play, was ich jetzt geschaut habe, oder auf die Map-Vorstellung, habe ich vom Exit-LP geschaut. Das war die einzige Map-Vorstellung, was ich mir angeschaut habe von der Map. Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut auf der FSM-Team-Seite. Aber das war es eigentlich auch. Und ich bin wirklich positiv überrascht von der Karte. Ich kann da echt nur sagen, wow, die Karte schaut richtig geil aus. Und also ich bin richtig gespannt, wie wir weit kommen und ja, was wir alles schaffen. Im späteren Verlauf werden wir vielleicht, ja, vielleicht holen wir noch irgendwen dazu im Multiplayer. Das kann ich jetzt noch nicht abstreiten, sag ich mal. Ob wir nicht da jemanden noch dazu holen. Weil, ja, es ist viel zu tun und wenn wir flott vorankommen, können wir das auch vielleicht im Multiplayer machen. So, wir fahren jetzt erstmal mit dem ganzen Gespann Richtung Shop. Wir gucken mal, wo wir Richtung, ja, Dorf kommen. Geht's da schon Richtung Dorf? Ne, ich glaube, wir fahren noch eins weiter. Da steht schon ein Dekozug, also den können wir nicht bewegen. Vor allen Dingen, was man aufpassen muss, im Dorf ist eine 50er-Zone. Und ja, die ist lustigerweise mit Blitzer ausgestattet. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn man da reinfährt, vor allen Dingen. Boah, da. Ich habe es vorher mal ausprobiert, also 99 km/h ist das Maximum, was man schaffen muss und oder kann, sage ich mal, muss ist es nicht, aber kann. Und ja, da kriegt man richtig, boah, 4000 Euro, glaube ich, zieht man da einmal ab, aber gut. Ja, was man sieht, die ganzen Shop oder andere Sachen haben eine Öffnungszeit. Das ist jetzt hier auch neu hier, sage ich mal. Also zum Beispiel der Shop hat eine Öffnungszeit von 8 bis 20 Uhr im Auftrag der Farmer, Fieldstar Landmaschinen. Ja, und ich hätte gesagt, 8 Uhr 8 haben wir es, also gut, da können wir mal reinfahren. Dann gucken wir uns mal um, wo wir die Sachen verkaufen können. Da ist ein Fragezeichen, da steht ein kaputter Anhänger mit ohne Reifen. Ja. Ah, da steht ein LKW. Ja, hier können wir verkaufen, glaube ich. Zack. So. Kriegen wir den hier noch, ja, vernünftig draufgestellt irgendwie. So. Zack. Wunderbar. Verkaufen wir den mal. Jo, für 49.000. Und den Stehpaar verkaufen wir. Ja, so. Gut, okay. Wir haben 447.000. Wir könnten uns eigentlich echt fühlen wie reiche Leute. Muss ich echt sagen. Man fühlt sich doch schon mal reich. Also wie Geld hatte ich, glaube ich, noch nie in einem Let's Play. Hier steht ein Roller. Ja. Wir gehen mal hier zu dem Kollegen hin. Ja. Ich kann euch eine kleine neue Überraschung sagen. Falls ihr euch wundert, was ist das jetzt für eine lange Nudel hier auf dem Ding. Ja, wenn man hingeht. Das sind Goldnuggets. Also wenn ihr hier irgendwo auf der Map solche langen Schläuche, so lange
ja, Säcke sieht, sage ich mal, das sind die Gold Nuggets. Also sie liegen nicht mehr in so richtigen Nuggets rum, sondern das sind Gold Nuggets. So. Wir gehen jetzt erstmal shoppen. Wir müssen in Forst. Hätte ich gesagt. Wir müssen natürlich gucken, dass wir noch ein Geld haben fürs Mähen, denn wir müssen auch Gras produzieren für die Biogas. Dass wir das Biogas kriegen natürlich. Und für die Tiere dann später für die Gülle, dass wir Wasser kriegen auch. Ja, ich hätte erstmal gesagt, wir gucken nach einem, ja, billigen Schlepper. Der vielleicht schon was kann, aber der auch schon ein bisschen PS hat, sag ich mal. Ja. 45.000 würde der kosten. Hätte man 180 PS, Frontlader könnte man dazu bauen. Wäre ja eigentlich eine schöne Sache. Vielleicht noch Pflegebereitreifen. So, das wäre, würde ich sagen, so ein Komplettpaket, was ich jetzt kaufen würde. Weil, ich denke mir, Fronthydraulik, Fronthydraulik. Brauchen wir eigentlich zum Mähen. Ja komm, kaufen wir es mal so. Ja, ich bin echt am gucken noch. Was wir alles hier kaufen müssen. Denn das ist doch schon ein etwas komplizierteres Unterfangen jetzt, was wir hier haben. Also wir haben einiges zu machen und viel zu tun eigentlich. So, wir kaufen uns noch hier den Anhänger, hätte ich gesagt. Dann passt das. Ja, Motorsäge haben wir. Die Game Extension haben wir, also per Hand aufladen können wir auch. Also das brauchen wir jetzt hier nicht irgendwie per irgendwie aufladen. Was ich noch gucken muss, ich habe doch gar nicht eingestellt, dass hier automatische Motor statt, den will ich aus. Pflügen notwendig aus, eine Düngestufe, Pflanzen sterben aus. Okay, das passt alles, das wollte ich einmal noch gucken. Was ich euch sagen kann, was richtig geil ist, wenn man hier jetzt hier reinguckt, in die Hilfe, man denkt ja immer, wie mache ich das, was braucht das jene, ich habe das Farm-Tablet jetzt nicht. Ihr könnt mal hier oben bei der Hilfe, bei Bauernhofgrundlagen, einmal nach links klicken. Da kommt so ein Feld, Borchersee 2K17 Hilfe. Und da könnt ihr hier auf die BGA gehen und da steht, wer kennt sie nicht, die BGA. Wareneingang, Häckselgut Gras, Warenausgang, Gärresreste und Silage. Also um Biogas natürlich. Und da sieht man halt richtig, was das braucht hier. Das Kraftwerk oder die HPE, da gehen Hackschnitzel rein, Bretterpaletten und Strom natürlich. Strom wird beim Kraftwerk produziert, da braucht man Holzpellets. Holzpellets werden mal schon Pellets produziert. Da muss man Arbeiter auch hinbringen. Und Flüssiggas natürlich. Und Hackschnitzel. Also, wir brauchen Holz. Wir brauchen Hackschnitzel. Würde ich sagen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ich glaube, wir fahren jetzt erstmal Richtung Forst. Gucken, wo wir da ankommen. Ich fange vielleicht etwas doof vielleicht an am Anfang. Oder vielleicht so ein bisschen unbeholfen. Das kann sein. Ich habe mir die Map-Vorstellungen angeschaut, weil ich mir dachte, guckst du dies trotzdem mal an, weil, ja, ist besser so. Weil bevor du ohne nichts rein startest, ohne zu gucken, ohne gar nichts, ist besser so. So, wir werden uns jetzt auf jeden Fall mal Richtung dahin quetschen. Klar hätte ich das jetzt per Timberrunner Autoload auch machen können, aber ich dachte mir, komm, wir fangen nicht gleich mit riesen Maschinen an oder mieten uns die, sondern den Schlepper können wir behalten, den brauchen wir auch für was anderes. Und mein Gott, wenn es länger dauert, das ganze Projekt wird so etwas länger dauern. Von dem mal abgesehen, also das ist so ein bisschen ein Langzeitzeit. Ja, was hat man hier auf der Map sonst verbaut? Auf der Map hat man verschiedene Flächen. Also ihr habt es ja wahrscheinlich schon auf der Karte gesehen, man sieht hier überall Gewerbeflächen. Die Gewerbeflächen, da man kann Flächen kaufen, also so platzierbare Flächen, dass man platzierbare Objekte draufsetzen kann. Die heißen Gewerbeflächen, da steht irgendeine Ruine drauf, aber die können wir wegräumen lassen sozusagen und ja, platzierbare Objekte draufsetzen. So, jetzt sind wir auch schon fast angekommen eigentlich. Und beim Farmlager, da fängt der Forst auch an, da fahren wir auch gleich hin und dann können wir die ersten Bäume fällen. Die erste Folge wird vielleicht noch ein bisschen länger und die nächsten Folgen, die werden sich so ein bisschen einpendeln, sage ich mal.
Wir werden das demnächst auch mit GPS machen. Mit Cosplay. Wir werden das Ganze dann auch so ein bisschen alles einpendeln lassen hier. Kann man hier außen rumfahren? Ja. Dann brauchen wir nicht alles selber machen, dann fährt sich das aus. Die Strecken sind sehr, sehr, sehr weit. Also FSM-Team wirft uns ins kalte Wasser, sage ich mal. Aber ich muss sagen, ein großes Dankeschön an FSM, weil die Map ist einfach richtig, richtig, richtig geil. So eine richtig geile Map habe ich noch nie gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie man die Karte beschreiben kann. Es ist eine geile Karte. Muss man echt sagen. Also mir gefällt die Karte richtig gut. Mir gefallen auch die Karte die Nordfriesische Marsch oder auch andere Karten. Es gibt so viele andere Karten. Mir gefallen die, wirklich. Aber sowas halt mit so viel Produktion und so, ich sag mal, so ein bisschen weiter gedacht, das Ganze. Also nicht nur, ja, ich habe jetzt einen Baum, bring den, oder ich habe Getreide, bring das zum Mehl, mach das zum Mehl ohne nix, sage ich mal, und hab dann, ja, Mehl, sag ich mal, und das bringe ich zur Bäckerei und fertig. Aber FSM hat so ein bisschen weiter gedacht. FSM hat dann so einfach weiter gedacht, mit einfach hier, ja, die Bäckerei braucht ja eigentlich Strom, um das Ganze produzieren zu können. Normalerweise ist das so, dass sie Strom braucht. Die macht das nicht nur aus Luft und Liebe. Und das finde ich einfach mega geil, einfach so, dass das einfach so ein bisschen weitergedacht worden ist und man sagt, jo, wir machen das so und so. So, wir suchen uns jetzt hier mal irgendwo ein Plätzchen. Irgendwo, wo wir ein paar Bäume fällen können. Ich wollte jetzt nicht gerade in den fettesten Forst rein, aber so wie es ausschaut. Wohl da oben könnte man doch. Ne, der Zaun ist im Weg. Wohl neben der Hütte, da könnte man anfangen, glaube ich. So, die Schranke können wir auch noch aufmachen. Ja, wenn man hier beginnt, dann könnte man sich ja darüber, da drüben ist ja auch noch ein, das sind die Schienen, genau. Notfalls könnte man hier den Zug auch noch beladen, dann könnte man den zu den Hackschnitzeln noch machen. Also das wäre doch, der Wegpunkt ist hier eine gute Idee. Ja, kann man eigentlich nur so sagen. Mir gefällt das gerade hier. Braucht man einen Thumbnail. Ja, aber ich würde sagen, das war schon wieder zu der ersten Folge hier auf der Borcher See 2017. Und ja, ich werde die erste Folge sofort raushauen. Die Folge wird heute noch am Montag erscheinen. Ich denke mal gegen 8 Uhr, 9 Uhr wird die erste Folge erscheinen. Und ja, ich sage mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Schreibt gerne unten rein, was ihr von dieser Map haltet. Und ja, dann würde ich sagen Tschüss.